Guten Tag und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077 aus dem Hause Dave Duran TV. Wir sind hier gerade in einem Gespräch mit Cary Urodine. Ja, der Cary Urodine, ehemaliger Bandkollege von Johnny. Wir sind gerade wieder Johnny übrigens, ne? Wir haben wieder Mistys Pillen geschluckt, durch die wir ja für kurze Zeit zu Johnny werden, als wie, ne? Und jetzt quatschen wir gerade mal mit Cary. Und haben, er weiß mittlerweile, dass wir gerade als Johnny sprechen, obwohl wir ja wie sind, ne? Johnny? Ja, genau, der ist es. Genau. Oh, sie wird dir das Herz brechen. Dann saufen wir mal mit ihm. Fuck, weißt du noch? Das war das einzige Mal, dass Henry nüchtern und clean war. Und er hat richtig scheiße gespielt. Danny war jedenfalls froh. Wusste nie, was Danny an dem Typen fand. Ich meine, die Kleine war clever. Viel zu clever für die Typen, mit denen sie abhing. Naja, Danny stand halt auf Versager, die sich nicht mal selbst anziehen konnten. Henry war perfekt, dumm wie Brot und ständig high. Den konnte sie immer und immer wieder retten. Warum wollte sie mich nie retten? Weil sie sich hätte anstellen müssen. Mhm. So im Rückblick gesehen, waren das echt die geilsten Zeiten. In rattenverseuchten Löchern zu spielen, vor jedem Gig zu zoffen. Wir hatten keinen Plan, was wir spielen wollten und waren total abgebrannt. Nancy, Kontrollfreak. Henry roch nach Seppern und Pisse. Und ich hab dir ständig die Hosen geklaut. Verdammt geile Zeiten, Mann. Ach, diese Synchronleistung hier, ne? Diese Synchronstimmen gerade allein in dieser, mit den beiden in Kombination. Ach, das ist einfach so schön. Ich kann mich ja nie dran satt hören. Das ist immer. Ich mag das. Das Gerede, dass du Depressionen hast. Stimmt das? Nee. PR-Masche. Der Selbstmordversuch auch? Dachtest du, eine Kugel im Kopf steigert deine Verkaufszahlen? Bei dir hat's nicht geklappt. Kein Arsch kennt mir, Samurai. Du bist doch nur angepisst, weil ich ohne dich klargekommen bin. Scheiße. Was soll ich darauf antworten? Hast du noch Kontakt zur Gang? Nur Nance hat ihren Namen zu Beth Isis geändert. Arbeitet für N54 News. Aha. Ich könnte Danny und Henry suchen, wenn du willst. Kleines Wiedersehen? Könnten zusammen jammen oder so. Ja, das mit der Beth Isis oder was da? Das, mit der hatten wir ja auch schon mal kurz zu tun. Den Namen kennen wir auf jeden Fall. Johnny, bist du Danny noch da? Danny könnte noch ein Biss sein. Sie hatte richtig Talent. Und Rückgrat. Ja, hat gerade erst was rausgebracht. Ist auch nach North Oak gezogen. Ich dachte, ihr hättet keinen Kontakt. Das weiß ich nicht von ihr. Ich glaube, sie geht mir aus dem Weg. Gehst du denn jemals aus dem Haus? Nope. Henry hat sicher seine Leber gekillt. Nein, das wüsste ich. Wir haben gemeinsame Freunde. Mit ein paar Anrufen sollte ich ihn finden können. Es Isis. Nance ist echt aufs Ganze gegangen. Klingt allerdings eher nach einer Halbtagstripperin mit einem Ägyptenfimmel. Wärst du nicht abgekratzt, hättest du ihr von abraten können. Sie hat also nichts mehr mit Musik zu tun? Wie geht's ihr sonst so? Frag sie doch selbst. Du willst Samurai zurück auf die Bühne holen? Ich würde es feiern. Weiß nicht. Für einen Gig? In einem Schuppen, wo uns niemand erwartet? Ich meine, ich habe einen Ruf zu verlieren. Aber ich muss das nicht alles nochmal erzählen, was passiert ist. Das ersparen wir Ihnen. Langweilige Story. Biochips, Arasakas Machenschaften, magische Pillen. Du spielst einfach meinen neuen Input. Hm. Also gut, machen wir's. Cool. Fuck. Jawoll! Okay, ich schick dir gleich Nancys Nummer. Ich red mit Henry und Danny. Wenn ich nicht da bin, klär's mit wie. Okay,
Kommt ihr beide klar? In letzter Zeit nicht. Aber wir haben ja keine andere Wahl. Wie soll ich? Ja! Eieiei. Johnny, alles okay? Nein. Ah, du musst wie sein. Johnny erwähnte, dass das passieren könnte. Habt ihr zwei euch amüsiert? Klingst ein bisschen unzufrieden. Bleib kurz sitzen. Erhol dich. Mach dir um nichts Sorgen. Was ist mit dieser Konzertnummer? Das hast du gehört? Die Wirkung hatte nachgelassen. Also? Wenn du Samurai live sehen willst, dann ist das die einzige Chance. Ich find's cool. Und wenn das so endet wie mit Rogue? In einer herben Enttäuschung? Das hier ist anders. Carrie braucht dieses Konzert. Okay. Ich werde Nancy anrufen. Oh yeah! Oh yeah! Ach, schön. Auch die Butze an sich finde ich schon ganz geil, eigentlich, muss ich sagen. Neuen Kontakt hinzugefügt, Carrie Urodine. Hätte ich auch nicht mal mit gerechnet. Ist geil, muss ich zugeben. Ja. Finde ich auch. Das ist auch das Ding, glaube ich. Ja, ja. Was wir eben, also vorher in der letzten Folge oder vorletzten Folge angeboten bekommen haben von der Wakako, von der Oma. Ja gut, dann... Nancy? Bess? Bess Isis? Nein, ihr unterbezahlter, überarbeiteter Assistent. Steven, N54. Wie kann ich helfen? Ah, Carrie, der schöne Schmetterling, sie ist steigt nicht aus da. Einer seidigen Samurai-Puppe. Was? Ach, da. Ich rufe aus der Urodine-Residenz an. Toll. Bess ist trotzdem nicht da. Sie hätte vor 2 Tagen zurück sein sollen. Sie ist zum Totentanz gegangen, für eine Story über Maelstrom. Ruf nächste Woche wieder an. Oder sie Nachrichten. Wenn ihr was passiert, werde ich als erstes darüber berichten. Hab ein mieses Gefühl wie... Mhm. Ich glaube, wir sollten auch zum Totentanz. Ja, ich glaube, da waren wir schon, ne? Das war diese komische Kirche da. Ja, ja. Ach, da will ich aber nicht hin. Eigentlich. Ja gut, mehr ist hier, glaube ich, nicht zu machen. Mit der Karre fahren? Fände ich eigentlich ganz cool. Naja. Ja, genau, das ist genau das Ding, was uns angeboten wurde. Schade. Was wir uns aber noch nicht leisten können. Was? Was ist das für Freak-Tag? Was ist das für Freak-Tag? Ach, jetzt müssen wir, jetzt können wir hier nochmal rumlaufen, genau. Krass, ey. Ja gut, dann ab zum Totentanz. Jetzt hat sich's ja auch wieder zum Beispiel sehr schnell gefangen. Jetzt ist das wieder nicht mit dem Rumgekrissel. Ich glaube, das war vorhin einfach ein bisschen verbuggt. Dann ab dafür. Beziehungsweise mal eben kurz gucken, wo bin ich hier gerade? Das hier ist die Carrie Urodine Villa, alles klar. Oh, und aufleveln sollten wir. Stimmt, wir hatten ja ein Level Up. Oh, Level 29 mittlerweile. Cool. Hm. Was gemacht? Haben wir irgendwo noch was Angefangenes eventuell?
Das können wir mal ein bisschen hochleveln nach und nach. Huch. So. Dann ab zum Totentanz. Ach, das Lied ist das ja. Huch. Den habe ich sehr spät erst gesehen, muss ich gestehen. Was habe ich denn? Was ist denn noch markiert? Was ist denn der Ort? Das brauche ich nicht. So. Weiß gar nicht, woher das noch markiert war. Ob ich mich da verklickt hatte oder so. Möglich ist vieles. So. Ich mag das ja, wie das ist ja ne, eindeutig an Hollywood und so angelehnt. LA und so. Schon sehr, sehr cool. Und ich muss noch mal betonen, die Musik, die wir hier gerade hören, die wurde ja eigens für das Spiel komponiert, ne? Auch richtig geil. Auch den Aufwand, den man da betrieben hat und sowas, also ist schon echt nobel. Bäh. Bisschen hier durchwuseln, das ist manchmal leichter gesagt als getan. Ach so. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen verwirrend gewesen. Ne, Minimap ist das Icon rechts. Aber hier müssen wir trotzdem weiterfahren. Also nicht rechts abbiegen. Die Amber Fox. Aha. Was auch immer das ist. Gold Shiner. Ich bin mal gespannt, ob das eine Kirche ist, von der ich dachte, dass sie es sein könnte, wo wir jetzt hinfahren. Der Totentanz, ich meine ja. Meine ja. Jetzt wahrscheinlich rechts, oder? Nee, immer noch nicht. Hier. Ich glaube, das da vorne war auch eben gar keine richtige Straße. Ach, hier hatten wir doch schon mal. Hier haben wir auch mit dem einen Kerl auf den Mörder gewartet. Ja, ja. In dem Auto. Der stand auch hier. Das war doch hier, glaube ich, oder? Ist auch schon ewig her mittlerweile. Das Totentanz, darf ich das denn einfach so? Wildes Geschrei im Totentanz ist keine Schlagzeile wert. Vielleicht übt er bloß eine dieser Maelstrom-Bands. Scheiße, langsam wird mir alles klar. Oder es ist was viel Schlimmeres. Kein Journalist wird über das Totentanz berichten. Kann gerade nicht reden. Schön, dass er sie jetzt abgewimmelt hat. Finde ich gut. Alter. Na los, rein mit dir. Kann ich das jetzt überhaupt machen? Weil die so aggro sind? Aber. Warum? Ich würde gerne Waffen ziehen. Warum darf ich meine Waffen nicht ziehen? Aktion gesperrt. The fuck? Los,
was los? Boah, ich sehe hier gerade relativ wenig. Danke. Minimalist. Ja. Hatte früher auch mal solchen Chrom. Auch zum Toten Tanz? Ja, Bewegung. Geile Scheiße. Dritter Stock. Drück mal, meine Finger sind taub. Schläger, ja. Ich lass die einfach mal da machen. Steh unter Beschuss! Hilfe! Die Maelstroms, die finde ich, wie gesagt, immer noch am gruseligsten. Hörst du das? Du sagtest doch gerade... Vielleicht ist ja bloß eine dieser Maelstrom-Bands. Oder es ist was viel Schlimmeres. Solltest du mal checken. Okay. Alter, weil die halt so richtig krass... implantiert sind und sowas. Und verändert sind. Deswegen, die finde ich mit am krassesten, muss ich sagen. Geh schon. Du fällst da gar nicht auf. Jetzt haben wir die Typis auch abgehängt. Oh, ihm geht's aber echt nicht gut. Boah, ey, voll abgesifft hier alles. Man kann mit jedem klarkommen. Wenn wir Royce überlebt haben, Fuck, gibt's doch nicht. Weißt du noch das Tape von All Foods? Der Joom hat Royce gekillt. Nein, niemals. Der wäre bekloppt, hier aufzukreuzen. Warst du das? Ich suche Bess Isis. Du hörst wohl schlecht, was? Hast du Royce kalt gemacht? Keine Ahnung, was du meinst. Ja, er war das. Kaum zu glauben. Wir haben den Hauptgewinn gezogen. Verpiss dich von hier! Jetzt! Wer war das bei All Foods? Ich bin nicht blind. Was willst du hier? Sei vorsichtig. Willst du jetzt das sagen? Ja! Bist du baff? Hab nur noch nie von dir gehört. Das wirst du schon noch. Bess Isis. Sagt dir der Name was? Kollegin von dir? Nein. Muss sie nur sprechen. Sie soll hier sein. Nur sprechen? Klar. Ich bring dich hin. Patricia? Ja. Abwarten. Finde erstmal Nancy. Oh, da ist irgendwas Schönes. Eigentlich sollte ich dir danken. Wofür? Du hast Royce aus dem Weg geräumt. Oder auf Zeit. Hat sich auch für mich gelohnt. Kein Problem. Jederzeit. Ja, eben, ne? Also eigentlich für sie war es ja auch zum Vorteil, dachte ich auch gerade eben schon. Wow. Hat nichts dagegen, hier zu spielen. Das glaube ich. Vielleicht irgendwann. Mal schauen. Hauptsache erstmal alles mitnehmen, alles beklauen. Ach ja. Ich sagte doch schon. Bist Musikjournalistin, ja, ja. Dann treller mal los und sag uns, wer dich wirklich schickt. Wie hast du sie bitte durchsucht, Tonda? Dass sie trotzdem noch Hilfe rufen konnte? Das ist Nance. Sieht übel aus. Was? Ich hab keinen gerufen. Ich kenn den gar nicht. Wir aber. Und wir wollen nicht nochmal so einen Scheiß hier, verdammt! Auf ihn! Los! Okay. Ja, scheiße. Okay, wir hätten damit rechnen können, aber irgendwie hatte ich gedacht, ach komm. Fuck. Ja, ich stand gerade leider in der Ecke und konnte nicht wirklich irgendwo hin.
Okay. Ha, vielleicht. Vielleicht dann doch Granate. Obwohl Granate ist halt auch ein bisschen ungünstig. Mal gucken. Auf ihn! Los! Los! Alter,